Guten Morgen. Heute schauen wir uns die letzten Aufgaben, die ihr bekommen habt, an. Das ist einmal der MSA aus Berlin-Brandenburg von 2019. Hier gibt es eine kleine Besonderheit. Es werden im Grunde zwei Schulprüfungen gemacht, also zwei unterschiedliche Bildungsabschlüsse. Das eine ist die erweiterte Berufsbildungsreife und das andere ist der mittlere Schulabschluss. Für euch gilt natürlich das mit dem mittleren Schulabschluss. Die erweiterte Berufsbildungsreife müsste etwas Ähnliches sein wie der EESA. Der Text fängt an, also die Arbeit fängt wie immer an mit einem Text. In diesem Text geht es um Ketchup. Ihr habt an mehreren Stellen kleine markierte Sachen. Die sind insofern wichtig, als dass das Wörter sind, wo die Menschen, die die Arbeit geschrieben haben, davon ausgehen, dass ihr sie nicht kennt. Erklärungen dazu findet ihr dann meistens unten oder in Hamburg ist das häufiger so oder in Schleswig-Holstein am Ende des Textes. Der Text an sich ist relativ lang, aber ich glaube, dass das Thema Ketchup für euch jetzt nicht das schlimmste Thema der Welt ist. Und, ich glaube, jeder von uns mag ganz gerne Ketchup und benutzt Ketchup auch. Darum geht es ja auch in dem Text. Aber auch darum, wie man dieses Lebensmittel vielleicht ein bisschen besser und sinnvoller gestalten kann. Der Text hat relativ viele Wörter, die markiert sind durch diese kleinen Buchstaben, Zahlen. Und der Text beschäftigt sich mit sehr vielen unterschiedlichen Aspekten. Ihr seht einmal am Anfang, wie es um den Ketchup an sich geht und wie so er ungesund ist und wie ein Sternekoch, also ein besonders ausgezeichneter Koch, damit umgeht mit dem Thema. Ihr habt einen kleinen Teil, wo es um die Geschichte des Ketchups geht. Und später geht es dann darum, dass ihr auch gesünderen Ketchup quasi kaufen könnt. Bin gespannt, wie ihr abgeschlossen habt, beziehungsweise wie es euch nachher gefallen hat. Beachtet bitte die Termine für die Prüfungsvorbereitung, die ich euch einmal geschickt habe, wo ich einmal gerne mit jeder einzelnen Gruppe ein paar Sachen durchgehen würde. Wir fangen dann einmal gleich mit den Aufgaben dazu an. Kommen wir zu unserem ersten Textaufgabenteil. Hier bekommt ihr die Aufgaben zum Textverständnis für den ersten Text. Als erstes sollen wir so einen kleinen Steckbrief ausfüllen zu unserem Michael Kempf. Das ist der Koch aus dem Sterne-Restaurant, der uns ein bisschen durch den Text begleitet. Damit habe ich es im Grunde auch schon gesagt. Der Beruf von Michael Kempf ist Koch. Er hat ein Restaurant, das heißt Fasil. Und der Ort des Restaurants ist Berlin. Ausgebildet wurde er in Bergisch Gladbach. Von Dieter Müller. Der selber übrigens auch ein Sternekoch war. Er hat zwei Michelin-Sterne. Und diese Information findest du relativ leicht im Text, wenn du ein bisschen suchst. Die meisten am Anfang, ein paar etwas später, wenn es dann, also so bis Zeile 40, hast du eigentlich alle diese Informationen gefunden. Jetzt zur Aufgabe zurück. In Michael Kempfs Elternhaus war Ketchup verboten. Bei dieser Aufgabe habe ich mit dem Wort verboten ein kleines bisschen ein Problem, das können wir aber gleich. Notieren Sie den Grund für das Verbot.
Also ich denke nicht, dass das verboten war, sondern dass die Mutter das einfach nicht wollte, weil sie sehr stolz darauf war, immer frisch zu kochen. Und dementsprechend ein No-Go ist nicht unbedingt ein Verbot, sondern eher etwas, was man nicht macht. Also ja. Trotzdem der Grund, der auch gesucht wird, ist, die Mutter kocht alles frisch. Also die Mutter will alles frisch kochen. Denn die, notieren Sie die zwei Gründe, warum er für seine Soße trotzdem Ketchup verwendet. Die finden wir die finden wir hier vorne in diesem Textbereich. Es geht einmal darum, dass nee, hier war das. Es geht einmal um einen Glanz. Der Ketchup gibt der Soße angeblich einen Glanz. Und um eine Geschmacksrichtung, von der ich nichts verstehe, die Umami genannt wird. Also, Ketchup verleiht den Soßen. Soßen. Glanz und es geht um den Umami. Geschmack. Notieren Sie für die folgenden Behauptungen jeweils ein Argument. Ketchup ist gesund, weil hierzu finden wir sehr viel, wenn wir in diesen Absatz gucken. Insbesondere in diesem Textbereich hier. Wo es darum geht, welche Vorteile Ketchup hat und welche Vorteile auch getrocknete Tomaten haben. Da finden wir sehr viel zu. Es geht einmal darum, dass Ketchup gesund ist, weil Tomaten Lycopin enthalten. Weil Tomaten Lycopin enthalten. Und Lycopin hilft gegen Krebs und Herzerkrankungen. Ketchup ist ungesund, weil er viel Zucker enthalten kann. Aufgabe 104. Notieren Sie, warum gekochte Tomaten gesünder als frische Tomaten sind. Das Lycopin kann besser aufgenommen werden. Okay. Frankreich und die USA entwarfen unterschiedliche Strategien, um den Ketchup-Konsum von Jugendlichen zu beeinflussen. Notieren Sie jeweils die Strategie und ein damit verfolgtes Ziel. Das finden wir relativ weit vorne im Text, nämlich in diesem Bereich hier.
In Frankreich wurde 2011 ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Ketchup-Konsum in Schulkantinen drastisch reduzieren sollte, zum Schutz der Kinder der französischen Küche. Also das Mittel, die Strategie ist ein Gesetz. Und das Ziel ist, dass die Reduktion von Ketchup, Schutz der Kinder, weil viel Zucker und nicht gesund, Kinder und natürlich auch ein Schutz der französischen Küche. In den USA sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das finden wir im Absatz danach. In den USA regte dagegen der Landwirtschaftsminister in den 1980er Jahren an, Ketchup als eingelegtes Gemüse zu deklarieren, also zu erklären, was es den Schulen erlaubt hätte, echtes Gemüse in den Kantinen einzusparen. Man wollte verhindern, dass da zu vieles auf den Tellern liegt, das von Kindern sowieso nicht gegessen wird. Also die Maßnahme war im Grunde Ketchup zu Gemüse zu erklären. Und das Ziel ist eine Einsparung von Gemüse, weil die Kinder das ja eh nicht essen würden. Kann man sich natürlich fragen, ob es nicht trotzdem sinnvoll wäre, die Kinder dann zu zwingen. Aber da geht es dann auch darum, dass Geld gespart wird. 106. Der amerikanische Fabrikant Henry John Heinz hatte großen Erfolg mit seinem Ketchup. Nennen Sie zwei Gründe für seinen Erfolg. Der eine ist die einfache Handhabbarkeit seiner Flaschen, also eine einfache Flasche mit Drehverschluss. Und ein anderer lässt sich auch im Marketing finden. Also hat ein sehr erfolgreiches Marketing, das es den Menschen verkauft hat als einen besonders hochwertigen Ketchup, besonders leckeren Ketchup und darüber hat das dann funktioniert. Verzicht auf Zusatzstoffe und so kann man natürlich auch anführen. Ob das die Leute dann tatsächlich wirklich davon überzeugt hat, ist natürlich eine andere Frage. Der Erfolg des Ketchups wird eng mit der Erfindung von zwei Fastfood-Gerichten verbunden. Einmal dem Hotdog und dem Hamburger. Beide haben etwas gemeinsam. Der Anlass war eine Weltausstellung. Den Hotdog gibt es aber schon länger, nämlich seit 1893. Der Hotdog kommt aus Chicago und der Hamburger aus St. Louis. Auch diese Information findet ihr relativ leicht im Text. Kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Mir ist nicht ganz klar, wieso das eine schwerere Aufgabe sein soll, weil die eigentlich ziemlich leicht ist. Im Sommer verbrauchen die Deutschen besonders viel Ketchup. Ja, das ist richtig, wegen Grillsaison und so. In Deutschland werden jeden Sommer 80.000 Tonnen Ketchup verbraucht. Das ist falsch, weil das das ganze Jahr ist und nicht nur im Sommer. Ketchup wird ausschließlich aus frischen Tomaten hergestellt. Auch das ist falsch. Es gibt auch getrocknete Tomaten und so, Tomatenmark.
Heinz brachte als erster Ketchup in Flaschen auf den Markt. Ist auch nicht richtig. Ketchup ist immer frei von Konservierungsstoffen. Ist auch nicht richtig, sonst wäre es ja kein besonderes Marketing gewesen, dass er keine Konservierungsstoffe verarbeitet hat. Texte können unterschiedliche Funktionen erfüllen. Kreuzen Sie an, welche Funktionen dieser Text vorwiegend erfüllt. Der Text soll A. unterhalten, B. informieren, C. appellieren, D. kommentieren. Der Text enthält keine klare Meinungsäußerung, also fällt der Kommentar raus. Es gibt keine Handlungsaufrufe, großartig, also es ist nicht appellierend. Der Text ist nicht nur Unterhaltung, sondern hat dafür viel zu viele Informationen, also bleibt nur noch informieren übrig. Okay. Dann gucken wir einmal weiter. Aufgaben zum Sprachwissen für den ersten Text. Kreuzen Sie an, welcher der Sätze der Aussage des folgenden Beispielsatzes entspricht. Unser entscheidendes Wort oder unser entscheidender Teil ist das erste Wort, weil alles andere gleich ist. Eigentlich suchen wir ein Synonym. Eigentlich ursprünglich ist keins. Eigentlich vielleicht ist. Gucken wir mal. Eigentlich ursprünglich könnte passen. Eigentlich vielleicht passt auf keinen Fall. Angeblich passt auf keinen Fall. Womöglich passt auf keinen Fall. So, gucken wir uns das nochmal genauer an. Ursprünglich kommt Fritz vom Film, bedeutet, seine vorherige Station war der Film. Eigentlich kommt Fritz vom Film, bedeutet das Gleiche. Gut. Ordnen Sie den folgenden Sätzen die entsprechende Begründung für die Kommasetzung zu. Ketchup ist nicht nur in Fastfood-Buden ein beliebter Begleiter, sondern auch zu Fleisch und Grill. Ist eine Entgegenstellung. Ich habe zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die ich quasi gegeneinander aufwiege. Doch Heinz startete neu. Diesmal nahm er auch Tomatenketchup in seine Produktpalette auf. Ich habe einen Satz und noch einen Satz. Ich habe also eine Satzreihe. Ich habe nämlich zwei vollständige Sätze mit Subjekt, Prädikat und Objekt. Beziehungsweise etwas Ähnlichem. Formulieren Sie den folgenden Satz in direkte Rede. Kempf sagte, dass das keineswegs eine Marotte von ihm sei. Gucken wir uns den ersten Teil an, schreiben ihn auf. Kempf sagte. Doppelpunkt, Anführungszeichen unten, die sind wichtig, ohne die gibt es nicht die Punkte. Das ist nicht sei, sondern ist keineswegs eine Marotte von nicht ihm, sondern mir. Anführungszeichen oben nicht vergessen und alles ist gut. Das Partizip 2 kann unterschiedliche Funktionen erfüllen. Kreuzen Sie die Funktion in den folgenden Sätzen an. Der Vorschlag führte zu einer erregten Diskussion. Das ist relativ einfach, denn wenn die Diskussion erregt ist, also zu einer erregten Diskussion, dann haben wir sowas wie ein Adjektiv, das zu einem Nomen gehört, also es ist ein Attribut. Also ein Adjektiv nicht wirklich ein Adjektiv zu Nomen. Das ist dann ein Adjektiv zu einem Verb. Die Gemüter sind erregt, das ist Teil des Prädikats. Sie diskutieren erregt über den Vorschlag. Es ist eine Modalbestimmung. Gucken wir weiter. Formulieren Sie den folgenden Satz so um, dass er ein reales Geschehen zum Ausdruck bringt. Der Currywurst-Dönerladen
Zwischen Currywurstessern und Feinschmeckern scheint es eine Grenze zu geben. Unser entscheidendes Wort ist dieses scheint, das müssen wir wegbekommen. Wir gucken uns dafür das andere Verb an, zugeben, und setzen dies dorthin. Also, zwischen Currywurstessern und Feinschmeckern gibt es eine Grenze. Punkt. Fertig. Das hier hinschreiben, hier, dann ist das in Ordnung. Kreuzen Sie an, ob die folgenden Sätze im Aktiv, Vorgangspassiv oder Zustandspassiv stehen. Das haben wir mal vor einer Ewigkeit ganz kurz angeschnitten. Das ist eine sehr schwere Aufgabe. Aktiv bedeutet immer, etwas machst du selber. Zum Beispiel hier, in der Grillsaison wird er noch mehr Ketchup verkaufen. Das ist aktiv. Passiv bedeutet, mit dir passiert etwas. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal den Vorgang und wir haben den Zustand. Ketchup wird meistens durch Kochen hergestellt. Das Kochen selber ist ein Vorgang, kein Zustand. Müde sein ist ein Zustand. Also Vorgangspassiv. Ich hoffe, du bist abgesehen von dieser letzten Aufgabe gut damit klargekommen. Es waren einige Aufgaben dabei, die ein bisschen schwieriger waren, aber größtenteils müsste es gehen. Wir gucken gleich einmal weiter unseren nächsten Text an. Im zweiten Teil dieser Prüfung findest du einen literarischen Text. Es handelt sich dabei um einen Auszug aus einem Buch, in dem es, also in dem Text geht es um ein Mädchen namens Bailey Rydell, das zu seinem Vater zieht, um ein bisschen von der Mutter wegzukommen, weil sie die neue Ehe der Mutter nicht mehr aushält, nicht die Situation dort nicht schön findet. Und ja, du hast ein paar Fragen zu dem Text bekommen. Gehen wir sie einmal durch. Auch hier fängt es wieder wie beim ersten an mit so einem kleinen Steckbrief. Der Vor- und Nachname ist einmal Bailey. Der Spitzname ist Mink. Das erwähnt der Vater kurz nach der Ankunft am Flughafen. Sie ist 17 und sie hat in Washington Washington. Und dann muss da, glaube ich, ein DC noch hinter. Gelebt zuletzt mit ihrer Mutter, nachdem sie aber auch da umgezogen ist. Und sie mag gerne alte Filme. Gucken wir mal kurz weiter. Notieren Sie einen Grund, warum sich die Erzählerin auf dem Flughafen zunächst vor ihrem Vater versteckt. Sie versteckt sich, weil sie unsicher ist. Sie ist sich nicht sicher, wie das so richtig ist. Sie will erstmal, es wird hier ein bisschen deutlich Richtung Zeile 55, sie will ein bisschen gucken, wie die Lage ist, was sich getan hat, wie Papa aussieht, ob alles okay ist. Und dann will sie erst sich zu erkennen geben. Also sie ist unsicher und kann die Situation nicht einschätzen. Unsicher. Sie will und will die Trolle über die Nation haben. In Zeile 79 heißt es, der schlimmste Teil der verlegenen Begrüßungsszene ist vorbei. Notieren Sie aus den Zeilen 65 bis 70 jeweils einen Textbeleg für die Verlegenheit des Vaters und die Verlegenheit des Tochters, der Tochter. Okay. Ein Beleg findest du in Zeile 65. Da steht zum Beispiel für den Vater, er
mustert, also er guckt mich genau an. Mich scheu. Ein weiterer Textbeleg, der ein bisschen die Unsicherheit, so ein, du bist aber groß geworden, also du bist ja richtig erwachsen. Das sagt der Vater eine Zeile später, in Zeile 66. Bei der Tochter gibt es auch zwei Textstellen, oder mehrere. Das ist einmal, wo sie sagt, dass sie sich in Zeile. Wir hatten ja vorgegeben, ich schlucke den Kloß in meinem Hals herunter und zwinge mich, Haltung zu bewahren. Also, dieses hier. Zwinge mich Haltung zu bewahren. Genau, Zeile 65. Wenn ihr da noch ein bisschen guckt, dann findet ihr später auch noch re relativ viel. Gerade zu der Tochter, da gibt es einiges. Gucken wir mal weiter. Lebensumstände des Vaters haben sich seit der Trennung von seiner Frau verändert. Ergänzen Sie dazu die Tabelle. Die Wohngegend. Vor der Trennung haben sie gelebt an der Ostküste. In New Jersey. Das wird auch da deutlich, wo sie darüber spricht. Also hier vorne zum Beispiel. Und wo sie hier nochmal drüber spricht, wie das Leben so war, also dass sie umgezogen sind und so weiter. Dann gibt es einmal eine Stelle mit dem Auto, wo sie ganz klar sagen, wo sie sagt, sie fühlt sich an die alte Familienkutsche, also ein großer Kombi. Und jetzt hat er einen Sportwagen. Spricht sie noch an, ob er gerade eine Midlife-Crisis hat. Jetzt lebt er an der Westküste. In Kalifornien. Die Erzählerin hat nicht erwartet, ihren Vater so glücklich zu sehen. Notieren Sie, welche Hoffnung sie damit verbindet. Das ist relativ klar. Sie hofft, dass das Leben mit ihrem Vater schön wird und nicht kompliziert, wie es das anscheinend mit der Mutter vorher war. Also sie hofft, dass das Leben mit Vater schöner und komplizierter sein wird. 206. Die Erzählerin bezeichnet sich als notorische Vermeiderin. Notieren Sie zwei Handlungen bzw. Verhaltensweisen, die diesen Charakterzug verdeutlichen. Das eine hatten wir ja im Grunde schon in der Aufgabe davor. Sie läuft quasi von der Mama weg, um keinen Streit mit der Mutter zu haben. Also sie will nicht mehr, sie hat, ich
weiß gerade nicht, ob ich das sofort finde. Sie spricht irgendwo in dem Text von einem andauernden Karatekampf. Mal überlegen. Nein, ich glaube, ich finde es gerade wirklich nicht. Nein. Also sie will dem Streit mit der Mama und entgehen. Das nächste, was sie auch nicht gerne will, oder worum es ihr geht, sie will diesen Alex eigentlich gar nicht unbedingt treffen, da macht sie sich Sorgen drum. Also sie hat, das wird am Anfang des Textes sehr deutlich, sie hat Angst, jetzt ist sie in der gleichen Stadt wie er und dass es jetzt kompliziert ist. Also sie will Alex eigentlich nicht treffen. Weil sie Angst hat, dass es kompliziert wird, wenn sie sich dann tatsächlich sehen würden. Nächste Aufgabe. Die Ich-Erzählerin vergleicht sich und ihren Vater mit einer literarischen F Figur. Notieren Sie den Namen der Figur. Das ist relativ einfach. Es ist der Artful Dodger. Und diese Figur ist listig. Sie ist gerissen. Schlau. Und davon so ein, zwei Sachen, die du geschrieben hättest, das wäre dann der Punkt gewesen. Der Vater hat seine Tochter in ihrem Versteck beobachtet, ohne dass diese es bemerkt. Notieren Sie ein Beispiel, das verdeutlicht, dass der Vater seine Tochter bereits gesehen hat, dass die Tochter das erkennt. Der Vater erkennt das, also an dem Vater erkennt man das, dass er zu diesem Aufsteller hinschaut und seine Augenbraue hochzieht. Die Tochter sagt einmal etwas, nämlich dass sie sich ja hätte das denken können, dass man ihn nicht überlisten kann. Das ist in, ich weiß gerade nicht genau, in welcher Zeile das ist. Also, es ist einmal, es geht um dieses Stück hier und das, was die Tochter hat, das ist das hier. Vor allem dieser zweite Teil, ein listiger, Artful Dodger lässt sich nicht überlisten.
Zeile hinschreiben, damit das 81, 283. So, kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen über die Beziehung der Erzählerin zu Alex richtig oder falsch ist. Sie hat Alex übers Internet kennengelernt. Ja, hat sie. Sie hat bereits ein Foto von Alex gesehen. Nein, sie weiß nämlich nicht. Das macht ihr ja auch ein bisschen Sorge. Sie hat keine Kontrolle. Nein, sie besucht nicht dieselbe Klasse. Sie ist ja auch gerade erst hingezogen. Sie weiß es noch gar nicht, wo sie überhaupt zur Schule geht. Und sie chattet seit Jahren mit Alex, ist auch nicht richtig. Gucken wir mal weiter. Letzte Aufgabe, dann kommt es wieder zu ein bisschen Sprachbewusstsein. Die Zeitgestaltung stellt ein Element der Erzähltechnik dar. Ordnen Sie dem Beispiel die entsprechende Art der Zeitgestaltung zu. Zeitraffung, also Zeit wird gekürzt. Zeitdeckung. Das Zeit ist gleich. Das Deckung ist gleich. Da passiert mit der Zeit eigentlich nichts. Und eine Rückblende ist ein Sprung zurück in der Zeit. Du bist ja richtig erwachsen. Du kannst mich gerne als deine jüngere Schwester ausgeben. Das ist wörtliche Rede, das kann eigentlich gar nicht anders als Zeitdeckung sein. Okay, Aufgaben zum Sprachwissen und zur Sprachbewusstheit. Es sind nicht besonders viele Aufgaben dazu, das geht recht schnell. Notieren Sie den folgenden Satz in Standardsprache. Alex zu treffen könnte eine fette, peinliche Enttäuschung werden. Da geht es darum, dass du dieses Wort ersetzt. Das könntest du machen, indem du zum Beispiel schreibst, Alex zu treffen könnte eine sehr große Enttäuschung werden. Schreibst du dann hier hin und dann hast du das fertig. Der Text enthält Merkmale mündlicher Kommunikation. Ergänzen Sie Tabelle mit Hilfe der Zeilen 22 bis 26. Merkmale mündlicher Kommunikation, Auslassen von Buchstaben. Gucken wir. Zeile 22 bis 26. Genau. Also, in diesem Block. Hier, ich schwöre, es müsste es eigentlich heißen und nicht ich schwöre es. Ellipse, ein unvollständiger Satz. Gucken wir auch da noch einmal kurz nach, dass wir ein Beispiel finden. Da haben wir alles schön. Den Satz hier, dem ein richtiges Subjekt fehlt.
Nächstes 253 kreuzten Sie die Bedeutung des unterstrichenen Wortes in der folgenden Wortgruppe an. Einen verschlagenen Charakter haben. Das bedeutet nicht, dass du ängstlich bist. Das bedeutet auch nicht, dass du aggressiv oder schlagfertig bist, sondern hinterhältig. Formen Sie den folgenden Satz so um, dass er Gleichzeitigkeit zum Ausdruck bringt. Nachdem ich mein Gepäck vom Laufband genommen habe, spähe ich durch die automatischen Türen. Gleichzeitigkeit bedeutet ja, dass man etwas gleichzeitig macht. Also, während ich mein, während ich mein Gepäck vom Laufband nehme, spähe ich durch die automatischen Türen. Oh, keine Anführungszeichen. Formulieren Sie den folgenden Satz mit Hilfe von Modalverben um: A als Wunsch, B als Erlaubnis, C als Aufforderung. Ich verstaue mein Gepäck im Kofferraum. Ich möchte mein Gepäck im Kofferraum verstauen. Ich möchte mein Gepäck im Kofferraum. Verstauen. Der erste. Der zweite als Erlaubnis, ich darf. Mein Gepäck im Kofferraum verstauen. Und das dritte sollte als Aufforderung, nehmen wir einfach, ich soll mein Gepäck im Kofferraum verstauen. Ich soll mein Gepäck im Kofferraum verstauen. Und der letzte Teil. Notieren Sie aus dem folgenden Satz jeweils ein Partizip 1 und ein Partizip 2. Partizip 1 ist sowas hier. Glänzenden, also glänzend. Partizip 2 ist das, was du benutzt, wenn du perfekt benutzt, in perfekt schreibst. Heruntergeklappte. Okay. Dann gucken wir mal gleich auf den nächsten Teil, auf Teil Nummer 3. Im dritten Teil dieser Abschlussarbeit erhältst du etwas, das heißt diskontinuierliche Texte, also Textabschnitte, Schnipsel, die zusammen ein Thema ergeben. Es geht um Tsunamis in Europa. Die nicht sehr präsent sind im Kopf der meisten, die aber tatsächlich vorkommen. Es fängt an mit einer Grafik, wo man Tsunamis sehen kann. Wie viele Tsunamis, wie die verteilt sind auf der Erde.
ob es Schäden gab oder nicht. Und geht dann weiter mit der Entstehung eines Tsunamis und solchen Dingen, wie man ein Frühwarnsystem aufbaut, was der Unterschied ist, je nachdem, was für eine Küstenform man hat und so weiter. Also, warum sind auch in Europa Tsunami-Frühwarnsysteme notwendig? Nun, das ist relativ einfach und simpel. Wir gucken uns das erste an und wir sehen eine große Menge an Küstenabschnitten, okay, das war jetzt nicht nur Europa, die potenziell von einem Tsunami gefährdet wären. Also, es gibt große, es gibt viele. Gefährdete Küsten. Die nächste Aufgabe. Die Entstehung von Tsunamis wird durch Frühwarnsysteme angezeigt. Ordnen Sie die Phasen des Frühwarnsystems in der richtigen Reihenfolge. Dann gucken wir auf dieses Frühwarnsystem und dann ist es im Grunde nur ein bisschen abschreiben. Als erstes ist es so, dass Sensoren am Meeresboden die Veränderung weitergeben. Dann registrieren Bojen das Signal und leiten das weiter. Als nächstes gibt es dann noch die Satelliten, die etwas überwachen. Dann werden die Daten ausgewertet, die hier in diesen Schritten gesammelt werden. Und erst als letztes wird die Bevölkerung informiert, damit man auch sich sicher ist, dass es Sinn macht. Die Entstehung eines Tsunamis folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Vervollständigen Sie dementsprechend die folgenden Sätze. Je tiefer das Wasser, umso höher die Geschwindigkeit der Welle. Das erfahren wir, wenn wir uns diese Tabelle angucken und hier sehen wir das mit der Tiefe und mit der Geschwindigkeit. Je langsamer die Welle, umso größer ihre Höhe. Auch das sehen wir in der gleichen Darstellung. Hier 1 Meter, bei der größten Tiefe 2, 3, 9 Meter. An einer Küste soll ein Hotel errichtet werden. Wie muss die Küste beschaffen sein, damit das Hotel bestmöglich vor den Folgen von Tsunamis geschützt ist? Geben Sie zwei Küstenformen an. Hier finden wir Informationen in einer Grafik. Diese ist hier. Das sind meistens Dinge, können wir sagen, wir haben einmal diesen engen Zugang, sind meistens recht gut gegen Tsunami, werden geschützt. Hier muss man schauen, die gerade Küstenlinie und der enge Zugang scheinen das Beste zu sein. Also das Beste ist die enge Küste, also der enge Zugang, genau, enger Zugang. Das zweitbeste, die gerade Küstenlinie. 305. Kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Auch das lässt sich sehr einfach mit diesen ganzen Grafiken erklären. Die meisten schweren Schäden durch Tsunamis sind im letzten Jahrzehnt, das in der Grafik abgebildet ist, entstanden. Gucken einmal kurz auf diese Tabelle hier. Und da sehen wir, dass die Abstände hier, nehmen wir den einmal, der sieht ja recht ähnlich aus zu den anderen. Wenn wir den hier einfügen, können wir ganz klar sehen, das siehst du, dass der Abstand größer ist. Also
können wir da sagen, die meisten richtig. Stift. Das ist richtig. Es gab seit 1900 kein Jahrzehnt, in dem Tsunamis keine Schäden anrichteten. Auch das haben wir gerade eben gesehen, ist richtig. Die meisten Tsunamis gab es zwischen 1920 und 1929. Gleiche Tabelle, gleiche Grafik. Weltweit gab es zwischen 1900 und 2009 tausende Tsunamis. Ich habe aus Versehen das Radio mir angemacht. Das ist falsch. Um 1900 richteten Tsunamis die wenigsten Schäden an. Das ist auch falsch. Von Tausenden sind wir sehr weit entfernt. Und bei den Schäden kann man einfach mal gucken. 1900 ist jetzt nicht das Geringste, sondern ich würde sagen, hier vorne 1980 bis 1989 ist das Kleinste. Begründen Sie, warum die folgende Aussage falsch ist. Am Schwarzen Meer kann kein Tsunami auftreten. Die Aussage ist falsch, weil wir hier eine Tabelle haben, in der dargestellt wird, 3% aller Tsunamis treten am Falschen Meer auf. Also 3% aller Tsunamis treten Schwarzen Meer auf. Die Legende, wo Tsunamis drohen, enthält ein Symbol zu Entstehungszentren größerer Tsunamis seit 2000, welches in der dazugehörigen Grafik nicht abgebildet ist. Welche Erkenntnis leiten Sie daraus ab? Nun, dass es seit 2000 keine größeren Tsunamis an dem dargestellten Küstenbereich gibt. Oder gab in dem Bereich. Gab es seit 2000 keine größeren Tsunamis. Okay, dann sind wir auch damit durch und kommen zu Teil 4, richtig schreiben. In Teil 4. Richtig schreiben, sollst du ein paar kleine Aufgaben zur Rechtschreibung machen. Die erste. Welche Strategie wenden Sie an, um das Wort mittags an der markierten Stelle richtig zu schreiben? Kreuzen Sie jeweils die zutreffende Rechtschreibstrategie an. Ja. Das ist ziemlich einfach. Du hast ein S am Ende. Wenn du ein S am Ende hast, dann ist es immer klein geschrieben. Bei jedem, also bei Wochentagen und so. Also ich erkenne ein typisches Suffix für Adverbien. Adverbien ist sowas ähnliches wie ein Adjektiv, bloß dass du es nicht steigern kannst. Du kannst nicht mehr mittags sein als mittags. Ein T oder Doppel-T. Du kannst es trennen und das mittags. Das lernst du eigentlich in der Grundschule, dass du quasi Silben klatscht. Dann wäre es mittags. Also ich zerlege das Wort in Silben. Beides funktioniert. Sehr schnell. Das oder das. Kreuzen Sie an, welche Schreibweise im folgenden Satz richtig ist. Es gibt ein Gesetz, das das Ketchup-Rezept schützen sollte. Also das zweite das hier mit Doppel-S macht gar keinen Sinn, weil das nie vorkommt. Da muss es das sein. Das bedeutet, das hier ist ein Artikel. Hier kann ich eine Ersatzprobe machen. Es gab ein Gesetz,
jenes, welches oder solches, jenes, dieses, welches, solches, das Ketchup-Rezept schützen sollte. Je nachdem, wie ich mich entscheiden kann, trifft das mit Doppel-S zu oder das mit einem S. Wenn ich sagen kann, es gab ein Gesetz, welches das Ketchup-Rezept schützen sollte, dann ist es mit einem S. So, also, wir haben zweimal das mit einem S. Das bedeutet, auch nochmal hier, dass ich zwei Strategien benutzen kann. Also einmal gucke ich einmal A, die Strategie A ist die Ersatzprobe. Welches, jenes und B ist einfach, es ist eine Bestimmung der Wortart, also es ist ein Artikel. Beziehungsweise die obere Sache macht auch gar keinen Sinn. Sprich, bei dem zweiten wäre ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich eine Strategie ist, weil das einfach falsch ist. Das kann gar nicht vorkommen. 403. Notieren Sie das Suffix, das Sie jeweils für die über die Groß- und Kleinschreibung entscheidet. Krankheiten, Krankheit. So. Das hier bar, ich und ung. Bar, ich, ung. Barischung. Nummer 404. Kreuzen Sie an, ob die unterstrichenen Wörter groß oder klein geschrieben werden. Die Firma ist pleite. Klein oder groß? Relativ einfach klein, weil wie ist sie pleite? Die ersten Flaschen kamen aus dem amerikanischen. Hier ist Vorsicht. Hier muss man vorsichtig sein. Denn klar, die amerikanische Flasche, aber wir haben hier eine Nominalisierung, deshalb groß. Kreuzen Sie an, ob die unterstrichenen Wendungen getrennt oder zusammengeschrieben werden. Beim Grillen ist das Fleisch regelmäßig zu wenden oder zu wenden. Da es darum geht, etwas zu wenden, getrennt. Andernfalls wäre es eher ein sich darum kümmern, zuwenden. Gleichzeitig muss er sich dem Gast, und da geht es um das Kümmern, zuwenden. Und schon sind wir mit dem Teil 4 fertig und kommen zu Teil 5. Okay, Aufgabe 5 oder Teil 5, Überarbeiten eines Textes. In den folgenden Informationen über den Spargel sind einige Fehler enthalten. Korrigieren Sie nur den jeweiligen Fehler. Keine anderen, die du glaubst zu sehen. Du hast einmal den Satz auf dieser Seite und den Fehler hier, die Art und Weise eines Fehlers. Du hast im ersten einen Zeichensetzungsfehler. Die Spargelstange ist der Stängelspross der Spargelpflanze, die zur Familie der Liliengewächse gehört. Da fehlt ein Komma. Du hast einen Rechtschreibfehler. Viele alte, bekannte Sorten werden heute kaum noch angebaut. Viele alte, bekannte, das ist ein Wort. Spargelkulturen sollen über viele Jahre gute Erträge bringen, weil der Standort sorgfältig ausgewählt werden sollte. Hier soll ein Fehler bei der Konjunktion sein. Unsere Konjunktion ist das hier. Das macht auch nicht so richtig Sinn. Da würde ich lieber etwas nehmen wie weshalb. Zur Ernte werden die Spargelstangen gestochen, was nach wie vor knüppelharte Handarbeit ist. Da geht es
um dieses Wort hier, knüppelhart, was nach wie vor sehr schwere oder mühsame Spargel ist ein Gemüse, welches in seinem Geschmack einzigartig und deshalb bei Feinschmeckern voll beliebt ist. Es ist auch umgangssprachlich voll beliebt, doch ein sehr. Früher wurden die Spargelstangen, die noch nicht zerkleinert waren, relativ umständlich mit den Fingern gegessen. Früher wurden die Spargelstangen, die noch nicht zerkleinert waren, relativ umständlich mit den Fingern gegessen. Deshalb wurde zum Spargelessen immer ein mit warmem Wasser gefülltes Fingerschälchen gereicht. Das ist ein Signalwort und ein Nomen, Spargelessen. Großschreiben. Für die aus heutiger Sicht unsinnig erscheinende Sitte gab es einen einfachen Grund. Oh, ich habe es richtig gelesen und da steht es falsch. Deshalb finde ich es gerade nicht. Einen einfachen Grund. Wurde der Spargel geschnitten mit dem Messer, fing dieses stark zu rosten an. Wurde der Spargel geschnitten mit dem Messer geschnitten. Also mit dem Messer geschnitten. Aber auch sonst kein besonders schöner Satz, muss ich ehrlich sagen. Heute können sich Spargelliebhaber über rostfreie Messer freuen und Spargel zu jedem Anlass bedenkenlos mit Messer und Gabel essen. Anlass mit Doppel-S. Okay, das war's dann für diesen Teil. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum letzten und vorletzten Teil dieser Arbeit. Das ist quasi unser Teil 3 in Hamburg. An dieser Stelle sollt ihr einen Schreibplan und in offiziell dann dem Teil 7 eine Erörterung verfassen. Das ist eigentlich eine sehr dankbare Aufgabe, denn wenn du diesen Schreibteil erstellst, dann hast du es eigentlich leicht, eine Erörterung zu schreiben. Also, Ihre Klasse hatte im Deutschunterricht die Möglichkeit, sich für ein Erörterungsthema zu entscheiden. Ihre Wahl fiel auf das Thema ehrenamtliche Arbeit. In Vorbereitung auf die Erörterung haben Sie sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Verfassen Sie eine Erörterung, in der Sie die Vor- und Nachteile der Ausübung eines Ehrenamtes deutlich machen. Dann hast du hier so 4 Meinungen. Und dann fängt es an. Vervollständigen Sie den Schreibplan darunter nach diesem Gliederungsraster. Damit ist einfach nur die Tabelle gemeint. Entscheiden Sie, welche der beiden vorgegebenen Positionen Sie als These und Gegenthese verwenden wollen. Streichen Sie jeweils für Ihren Schreibplan nicht zutreffende These und Gegenthese durch. Leiten Sie aus den vorgegebenen Meinungen 2 Pro- und 2 Kontra-Argumente ab. Also es ist im Grunde eigentlich nur, du sollst diesen Schreibplan hier vervollständigen. Das kennt ihr, das haben wir gemacht. Zwischendrin hier sollst du dich einmal für etwas entscheiden. Zum Beispiel die Ausübung eines Ehrenamtes ist erstrebenswert. Das würde ich nehmen, weil Ehrenamt einfach etwas Tolles ist. Und dann machst du dir Gedanken dazu, wie du diese Erörterung gestalten willst. Also wie willst du da hinleiten? Wie findest du, sollte man in das Thema einführen? Das könnte dann sowas sein wie eine persönliche Erfahrung. Die du mit Ehrenamt gemacht hast. Entweder selber oder mit anderen. Zum Beispiel dein Fußballtrainer. Das ist häufig auch jemand, der ehrenamtlich arbeitet.
Also zum Beispiel im Sportverein. Dann suchst du die Argumente dafür oder dagegen. Und zwar am besten drei. Wir sind jetzt erstmal dafür, also suchen wir uns drei Argumente dafür und dann drei dagegen. Da kannst du unterschiedliche Sachen, was spricht dafür, die gesellschaftliche Bedeutung, also wenn du in einem Sportverein ein Ehrenamt machst, dann bewegst du etwas auch für andere, dann hilfst du anderen quasi ihr Leben ein bisschen besser zu machen. Du kannst gerne hier reingucken. Genau hier wäre das mit der gesellschaftlichen Bedeutung. Das kannst du dann durchstreichen. Es führt vielleicht zu Selbstbewusstsein für dich. Also Gewinn an Selbstbewusstsein. Weil du siehst, dass du etwas schaffst und dann denkst du dir noch ein eigenes Argument aus. Weiß ich gerade nicht. Was könnte das sein? Vielleicht ein Gewinn, eine neue mehr neue Perspektiven, weil du etwas machst, wozu du sonst gar nicht in der Lage bist. Also persönliche, nicht nur Gewinn von Weiterbildung, also neue Fähigkeiten vielleicht. Und dann suchen wir natürlich das Gegenteil. Jetzt finden wir das doof. Warum das nicht gut ist, das ist das einmal. Es kostet Zeit, die du natürlich nicht zum Lernen hast. Und so. Und man verdient beim Ehrenamt kein Geld. Denn es ist ja ein Ehrenamt. Kann manchmal sein, dass man eine kleine Aufwandsentschädigung bekommt. Dafür suchst du natürlich immer auch ein kleines Beispiel raus. Ein drittes Argument, was dagegen sprechen könnte, ist dann vielleicht, dass du selber einen finanziellen Aufwand hast, eigene Kosten. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, so richtig spricht nichts dagegen, außer die persönliche Faulheit. Kommen wir zum letzten. Hier geht es dann darum, deine persönliche Meinung zu formulieren und eine Empfehlung. Das bedeutet Abwägung. Also, was hat dich überzeugt? Warum? Und was soll man machen? Also, was sollen andere machen? So, wenn du diesen Schreibplan gut gemacht hast, dann hast du in dem, was jetzt kommt, nämlich das Aufschreiben von deinem Schreibplan, extrem wenig Probleme und dann müsste diese Aufgabe ziemlich locker und ohne Schwierigkeiten laufen. Bei den Arbeiten in Berlin gibt es nicht besonders viele Punkte dafür. Das ist etwas, was anders ist als zum Beispiel in Hamburg oder so, dass die
prozentuale Menge nachher für diesen Schreibanteil gar nicht so hoch ist. Das liegt aber vor allem wahrscheinlich daran, dass sie in Berlin sehr viele Aufgaben im Vorfeld haben und du theoretisch nicht unbedingt die Zeit hast. Trotzdem solltest du diese Aufgabe auf jeden Fall richtig und gut gemacht haben, denn für dich gelten natürlich die Hamburger Regeln und da wäre so eine Aufgabe eine der wichtigeren Einzelaufgaben. Ja, weil wenn du 10 Minuten oder 20 Minuten an einem Text schreibst und dafür ein Viertel aller möglichen Punkte bekommen kannst, dann lohnt sich das schon sehr. Und deshalb solltest du sowas üben, aber das werden wir jetzt in dieser Woche auch per Videokonferenz machen. Sei bitte pünktlich zu deiner Gruppe da. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Viel Spaß mit den neuen Aufgaben. Diejenigen, die erst am Donnerstag dran sind mit der Videokonferenz, erledigen bitte alles bis auf die letzte Aufgabe vor der Konferenz. Diejenigen, die am Dienstag schon dran sind, die schauen bitte sich das einmal an und wir werden einmal mehr über die mündliche Prüfung und den Ablauf reden. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss, bis bald.